an die Himmel auf, der Baywatch Team Song 2011. It's alright, come on. Du, komm her da, du schaust gefährlich aus. Und du auch. Ja? Du, aha. Die wollen heute alle noch. Schaut euch das an. Wir sind wieder mal reingestartet, ganz klar mit unserer aktuellen Single. Dirty Impact, heute vertreten durch Phil Maurice. Grüß dich. Hallo, servus. Einen schönen Gruß an alle WM-Sounds-Besucher. Es war wieder ein extrem geniales Fest. Ja. I'm Always Here hat die Bühne gerockt, hat Drehbuch gerockt. Haben auch auf der Leinwand wieder gespielt, unser aktuelles Video. Wir waren ja auch super toll in den Verkaufsstarts, unter anderem auch mit unserer aktuellen Compilation Dirty Impact Volume 1. Und wir sind dran, ja, dass wir auch die zweite bald rausbringen. Das heißt, genau genommen, am 24. Ne, sehen wir uns wieder. Dirty Impact wieder mit dabei bei einem WM-Soundstermin. Und da dann schon mit dabei Volume 2. Ja, freut euch drauf und schaut euch das jetzt noch weiter an. Ist extrem genial, was sich dieses Mal wieder abgespielt hat. WM-Sounds, 16. Termin, Prebuch. Ihr wart's geil. Alright, Party People, WM-Sounds. Hier neben mir der Michael, der Veranstalter vom Prebuch Clubbing. Wie schaut es bei euch aus? Wie ist die Stimmung? Wir sind vollstens zufrieden wieder einmal mit WM-Sounds. Wir sind echt stolz, dass wir so eine klasse Partystimmung haben da. Wir haben heuer zum fünften Mal mit WM-Sounds zusammengearbeitet. Und das haut wie immer super hin. Und heuer haben wir mal das Showprogramm Dirty Impact dazu genommen zum fünften Jubiläum. Und wir sind momentan voll zufrieden. Ihr seid also super zufrieden, das könnte man eigentlich auch fortführen. Wird es das wieder geben? Wir, die Freiwillige Feuerwehr Prebuch, werden sicher nächstes Jahr auch wieder WM-Sounds nehmen, wenn es noch mehr geht. Und ich sage, ich hoffe, wir können weiterhin so gut zusammenarbeiten. Wir haben hier heute auch noch gehabt einen coolen Motorrad-Stuntman. Wie seid ihr zu dem gekommen? Das ist unser Feuerwehr-Kollege, Gerald Hartort, langjährig schon bei unserer Feuerwehr. Und ein super Stuntman mit seiner Show, das ist wirklich perfekt und mir, das ist immer lässig. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, mit dabei, ein extrem genialer Stuntman, haben wir gerade vorher gesehen, was du am Motorrad aufhörst, unglaublich. Wie lange machst du das schon? Ja, ich bin Motorradfahrer seit meinem 7. Lebensjahr, jetzt bin ich 32 Jahre alt. Wie die wenigen wissen, ist Prebuch mein Heimatort und ich bin immer wieder froh, im Prebucher Fest zu fahren zu dürfen. Es macht ja irre Spaß, hat man ja gesehen. Ja. Wie lange braucht man für einen dieser simpelsten Tricks, also zum Beispiel mal diesen Willi, damit man mal am Hinterrad fahren kann? Ja, ist schwierig zu sagen. Bei jedem Trick steckt eine jede Menge Arbeit dahinter. Gell? Üben und trainieren, bis man zu einer Show fährt, da braucht man viel. Kann man bei dir ein bisschen was lernen oder was? Also ein paar Tricks oder was? Kann man sich da melden bei dir oder was? Ja, natürlich. Auf www.geraldhader.com gibt es immer wieder Neuigkeiten. Und ihr kontaktiert mich einfach und vielleicht kommt es zu uns ein Treffen. Schaut bei ihm vorbei, schaut bei WM-Sounds vorbei, schaut im Facebook vorbei, schaut bei unseren Events vorbei.